Nordzypern startet erstes großes internationales Tourismusforum. In den Kongressräumlichkeiten des Concord Luxushotels auf Nordzypern haben sich Touristiker ausgetauscht über die touristische Situation Nordzyperns. Ob Reisebüro oder Reiseveranstalter sowie Airlines, alle waren sich von vornherein einig, das Produkt Nordzypern ist gerade auch für den deutschsprachigen Raum ein interessantes und ansprechendes Produkt, wenn es um hohen Qualitätsstandard bei Hotels, abwechslungsreichen und guten kulinarischen Genüssen, extrem weitläufige Naturstrände, Wellness- und Wellbeing-Programme und auch kulturelle Highlights in den Regionen geht. Es sind ja in den letzten Jahren wunderschöne neue Hotels hier entstanden in Nordzypern, auf Nordzypern, und die Investoren, die Hotelmanager, aber auch die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen in den hiesigen Reisebüros und Incoming-Agenturen haben uns gebeten, das Land Nordzypern, Türkische Republik Nordzypern, mit Deutschland oder mit deutschsprachigem Raum und Benelux zusammenzubringen. Und daraufhin haben wir schnell reagiert und haben die jeweiligen relevanten Firmen und Personen jetzt hier, wie du heute siehst, nach Nordzypern, nach Bafra, zu diesem wunderbaren Hotel Concord Luxury eingeladen. Und seit 10 Uhr haben wir alle Aspekte der Insel vom Tisch gelegt und über alle Details diskutiert. Hier sind wirklich eine Palette an Sehenswürdigkeiten. Ich würde da zum Beispiel empfehlen, ein Auto direkt am Flughafen zu nehmen, die antike Stadt Bella Pais zu besichtigen, dann aber auch die Stadt, Hafenstadt Quirinea, Girne. Dann hier im Süden, wo wir uns gerade befinden, diese ganze Strecke Bafra dann bis nach Norden zur Spitze, nördlichsten Spitze Karpas, die wunderschönen Strände dort, die wirklich noch einsam sind, und Golf spielen. Wir haben hier einen wunderbaren Golfplatz, zwei neue sollen dazukommen, und vor allem die Küche entdecken. Es ist wirklich ein Mix vom türkischen, osmanischen, griechischen, libanesischen, würde ich sagen, nach meinen eigenen Kenntnissen, ein wunderbarer, sagen wir mal, Gaumenfreude für jeden, der mal was ganz Gutes essen will. Der ist in Nordzypern, glaube ich, gut platziert. Neben den Annehmlichkeiten und den Verkaufsargumenten wurde jedoch auch die politische Lage, welche Zypern umringt, angesprochen. So teilt eine Grenze Nordzypern vom Rest der Insel, und auch das Flugangebot ist daher via Larnaca ausgelegt. Erfahrene Touristiker wie Vural Öger setzen jedoch auch trotz der Grenzsituation auf Zypern, auf den Norden, der zur Türkei gehört. Nordzypern muss ein Konzept machen. Was will ich? Will ich mit Antalya konkurrieren oder mit Torremolinos, oder will ich was ganz Besonderes? Wenn man mich fragen würde, meine Meinung wäre, ich wäre sehr für eine Art Boutique-Tourismus. Zum Beispiel nordöstlich von Nordzypern gibt es so eine Halbinsel, Karpas nennt sich das, ja? Eines der schönsten Strände im gesamten europäischen Raum. Wunderschöne Landschaften. Und so, sozusagen, so ruhig, so schön, so nicht überlaufen. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, wenn die Regierung Folgendes veranlassen würde und sagen würde, also ich möchte hier eine Art Boutique-Tourismus machen. Ne, heute Morisches, ein Bett kostet 1000 Euro. Ja, was meine ich damit? Maximal 20, 30 Betten Hotels, ja, am Strand. Bisschen so ein Kolonialstil erbaut, Mediterranstil erbaut. Und dann dementsprechend vielleicht mal eine Art so Plaza mit schicken kleinen Cafés, Cafeterias, Restaurants, wie auch immer. Eine neue Stadt, kann man sagen, ein neuer Ferienort, ein Resort, besser gesagt, bauen. Neben der Konferenz hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich vom Produkt selbst zu überzeugen und somit Nordzypern zu erkunden. Von der Ghost City über alte Klosteranlagen, Bergdörfer bis hin zu Top-Hotels an weitläufigen Naturstränden. Rundum, Nordzypern ist auf dem Weg, sich touristisch mehr Platz in den Reisebüros und auf Buchungsseiten zu erobern.